Wo zum Geier habe ich meinen Eimer? Das soll in meinem Bett schlafen. Ist ja nett. Du Motherfucker. Lass die Tour. Der Libon, würden Sie bitte schlafen gehen? Der Libon ist schon auf dem Weg zum Schlafen gehen. Der kommt nur gerade nicht ins Bett. So, jetzt. Ah. Er liegt ins im Bett und schließt die Äuglein. Gar fein. Da, und jetzt wache ich wieder in dem anderen auf. Das ist gar gruselig. In welchem anderen wachst du auf? Lass die Dinger da liegen. Kloppt euch. Der macht mich so wahnsinnig, dass ich vergessen habe, warum ich schlafen wollte. Du wolltest schlafen, damit du woanders aufwachst. Ah ja, zu Hause aufwachen. Genau. Ja. Also, so. Ist mein kleiner Kriecher. Kriecher? Was denn für ein Kriecher? Das muss eine Hauskackerlacke. Hauskackerlacke? Was ist denn eine Kackerlacke? Was wollte ich mir eben bauen? Eine Schaufel. Ja, das habe ich mich schon total verrechnet. Das ist ja auch nichts Eins, Neues bei dir. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Zählen kann er, das, manchmal. Da sind es theoretisch nach Adams Riese 6 in der Mitte. Weißt du denn, woher der Ausspruch kommt nach Adam Riese? 6, 7. Jetzt ist hier wieder triviales Wissen mit Triceratroll ist hier jetzt wieder, weißt du? Merkt das schon. Also weiß keiner von euch, ja? Das hat immer, Tulukan. Das ist immer sein Let's Play immer erwähnt. Nach Adams Riese. Nach Adam Riese. Adam Riese war einer, ein Mathelehrer im Harz. Und zwar der erste, der quasi so gut wie kostenlos gearbeitet hat. Damit er den Kindern was beibringen kann. Und er hat auch Erwachsene mit unterrichtet, meine ich. Ja. Und deswegen, er war Mathelehrer und deswegen heißt das heute noch, nach Adam Riese ist das so und so viel, weil er hat den Leuten das Rechnen beigebracht. Siehst du? Wieder was gelernt. Verdammt, ey, jedes Mal lernst du immer was. Das ist aber auch echt fürchterlich mit mir. Verdammt, ne? Hier. Ich will immer dumm sterben. Nee. Ja, der kommt an, bringt einem was bei. So ein Scheiß aber auch, wa? Hat da nichts zu tun. Mein Wasserfahrstuhl ist jetzt auch schon in Arbeit hier. Bin jetzt schon ein paar Ebenen runter. Ist der Wasserfahrstuhl der Brunnen? Was? Ob der Wasserfahrstuhl der Brunnen ist? Welcher Brunnen? Der draußen ist. Ich hab draußen keinen Brunnen. Siehste, hätte ich doch alles plündern können, hat er nichts noch nicht gesehen. Welchen Brunnen? Meinst du den in der Wüste oder was? Ja, den Tempelbrunnen, dann den kleinen. Ja, den hab ich schon länger gesehen, ja. Was ist da? Erzählst du mir jetzt ja nichts Neues, weißt du? Ich könnte so viel Neues erzählen. Was denn? Erzähl doch mal was Neues. Weißt du, dass du ganz viele Kürbisse hast in der Nähe? Ja, weiß ich. Ah, oh, Mist. Ich hab mir auch schon ein paar geholt. Ich auch. Was plünderst du meine Kürbisse hier? Nicht plündern, ausleihen. Ich zünde dir bald dir gleich dein Haus da unterm Arsch an, ne? Ja, ja. Hey! Holzhaus ist immer scheiße. Mein Haus kann wenig was dafür. Aber du. Du hast dich ja mit ihm eingelassen. Komm klar mit Nabos, diesem taugt nichts, diesem tu nicht gut. Wie bitte, keine Schimpfworte hier um die Uhrzeit. Um die Uhrzeit? Soll ich noch 10 Minuten warten, oder? Ja. Okay, bitte. Dann warte ich noch 10 Minuten. Dir zu meine Fackel falsch gesetzt. Jetzt kann ich erstmal Koks reinschmeißen. Du warst aber länger hier bei mir zu Gange, ja? Nein. Echt? Hm? Wieso länger? Ach, nur so, weil hier der Koksofen neuen Koks produziert hat. Ja, ich hab ja auch geschlafen da, wie gesagt. Ja, siehste? Er hat neu gefarzt ins Bett. Gefarzt? Ja, wie? Genau, da. Gefarzt hat er. Was ist denn gefarzt? Die Abwandlung von Furzen. In Deutschland würde man Furzen sagen, wollte ich gerade sagen. Ach so, ja klar. Warum sagt er das denn nicht? Muss ich mich hier hingraben bis minus 222, um dann abzubiegen? So sieht's wohl aus. Biege nicht ab. Ich biege in die Richtung ab, wo mein anderer Tunnel schon lang geht. Ha, ha, ha. Das ist mal klasse. Bin fast stolz auf dich, aber nur fast. Weiß noch gar nicht, ob ich da jetzt zu dir fahren will und abbiegen will. Weil wenn ich jetzt hier grabe bis 1000... kreuzen sich ja meine Tunnel. Dann geht's da lang. Ist auch doof, das geht... Dann geht's in die Richtung. Da lang. Nö, ist egal.
Es ist egal, welchen Tunnel ich zu dir grabe. Huch! Hilfe. Genau, das. Wer ist hoch? Ich bin hoch. Hier ganz, ganz viel hoch. Hoch? Aber ich sehe, es ist gleich 16 Uhr, da muss ich sowieso wieder weg. Ja, das ist es ja gerade. Ich auch irgendwann mal. Krisch hat noch Besuch hier, ne? Krisch hat noch Besuch? Krisch hat noch Besuch. Harry Krisch hat noch Besuch. 1, 2, 3, Fackel? Kriegt ihr alle Besuch? Huch? 3 Fackel. So, ich muss ja meinen Besuch anrufen, dass der Besuch mal mich besuchen kommt. Echt? Ja. Du hast das ja böse, hä? Was sind die alle so böse zu dir? Keine Ahnung. Mitmenschen habe ich, das sage ich euch. Mitmenschen nennst du das? Eieiei. So, das heißt, dass hier jetzt. Ich habe doch so eine Minimüllscheibe. Was du? Eine Mini-Müllscheibe? Was hat er? Eine Mini-Müllscheibe. Wir fehlen uns ja nur noch 5. Ich habe, glaube ich, noch keine. Ich brauche erstmal keine. Dennis, doch, wir magst du was? Ja. Er hat keine. Weil er keine braucht. Warum nicht? Weil er momentan so weit noch nicht ist, dass er eine braucht. Das stimmt, aber haben ist besser als brauchen. Ja, aber. Suchen ist schlimmer als finden nebenbei. Zack. Ein Gravelschienenbett. Ein Gravelschienenbett. Ich habe gerade Gravel gefunden. Oh, mein Wasserfahrstuhl funktioniert schon mal. Oder Kies, wie immer das war. Ich komme schon von Ebene 82 runter auf Ebene, wo bin ich hier? Lass mich gucken. 72. Hast du eigentlich einen Wasserfahrstuhl gebaut? Das habe ich ja noch gar nicht gesehen, ne? Ja, habe ich jetzt ja auch gerade eben erst angefangen, ne? Kannst ja auch nicht gesehen haben, weil vorhin war noch keiner da. Ach so. Und jetzt geht er erstmal wieder schön in die Wüste Sand holen. Wir schicken ihn in die Wüste. Genau das. Ich drücke immer auf den falschen Knopf. Ich will doch nur zoomen. Ich will doch gar nicht woanders was anderes machen. Hier geht's ja abwärts. Ich habe schon wieder Zinn gefunden. Ah. Habt ihr auch mal eine Pause gemacht zwischendurch oder habt ihr bisher jetzt die 7,5 Stunden durchgespielt hier? Ja, nö, Pause haben wir schon mitgemacht. Der andere Herr auch, oder? Ja, Pause zwischendurch so ein bisschen, ja. Nicht lange. Ach so. Darum sag ich ja langsam, ich muss hier langsam mal weg, ich kann den ganzen Tag Minecraft zocken. Ja, siehste, habt ihr jetzt ja schon mal 7 Stunden, ich hab jetzt glaube ich erst 4 Stunden im Ganzen. Habt ihr ja schon ordentlich jetzt Vorsprung. Dennis, du weißt... Ich erwarte von euch, dass ihr den Vorsprung auch so haltet, ne? Also... Ja, ihr kennt dich. Du setzt dich mal nachts mal 7-8 Stunden dran hier. Nachts. Ich hab ja auch sonst keine Schmerzen. Ich muss, den ganzen Kram erstmal wieder rendern hier und ne? Und schneiden und so und... Nachts, also je nachdem wie Minecraft nächste Woche auf Arbeit läuft. Und wie ich dazu Zeit finde. Kann das denn mal passieren, dass hier nachts mal was passiert? Was willst du denn hier? Wow! Rollstoffer holen. Das war ein Creeperino. Ein Creeperino? Creeperino. Der hat mir hier gerade ein Loch gesprengt. Ich hab bloß ein Grandorino. Ich kenn noch Gran Turismo, kenn ich noch, aber. Das ist ja auch was anderes. Das spielen wir doch alle heimlich, hä? Mindestens. Ja. Ich hab das Lava-Becken zumindest wieder gerade mal abgedichtet hier. Ja, Kollege, wenn du noch genug Steine übrig hast. Was ist das überhaupt dahin, verdammte Scheiße? Was, du brauchst Steine? Was ist das denn hier, ein Enderkind? Nee, noch hab ich keine, ich brauche mal welche, um die Löcher hier alle wieder dicht zu kriegen. Was zum Geier ist das? Hier ist ein Mini... Was ist was? Hier ist ein Mini... Ein Endertod. Endertod? Oh. Angry Enderman. Jetzt, ich hab ein Enderkind gerade gekillt und, ja. Jetzt... Sowas macht man ja auch nicht. Jetzt geht mir gerade sein Fatty auf dem Keks hier. Alter, ich hab den gleich hier gegen das Kreuz. Wiederbeleben. Bin tot. Tickercorp was signed by Entry Dart Craft Entry. Oh Gott, Angry Enderman, ja. Ja. Du bist gestorben, muss. Dann hättest du nennen sollen Fatty. Fatty? Ja, Fatty. Fatty. Was hast du da eigentlich? Der gräbt hier schon wieder Rohstoffe aus der Wände. Ja, was? Ich versuche hier einigermaßen vernünftigen Tunnel hinzukriegen und er gräbt hier Rohstoff aus der Wände. Weil er es kann.
Ich muss immer sehen, dass wir hier nicht gleich sterben, weil es hier nicht beleuchtet ist. Jetzt haben wir die Viecher bestimmt die ganzen Sachen geklaut. Ach, der steht ja hier unten immer noch in der Gegend rum. Was will der hier von mir? Geh weg! Ich hasse dich und deinesgleichen. Hätte heute noch mal was auf der Mappe. Oh, Entschuldigung. Weil ich wollte die Fackel abbauen. Ach, der hätte nur noch einen Schlag hätte nur noch gefehlt. Sieh mal einer, guck. Soll ich mal was sagen? Ich habe jetzt auch eine Minimumscherbe. Eine. Fünf. Die reicht mir erstmal, ja. Ich brauche erstmal nicht mehr. Ich bin da so genügsam. Ich bin da nicht so gierig wie ihr, weißt du? Gar nicht. Sagt auch, Minimumscherben kann man nie genug haben, sagst du, ne? Weg da, Fackel kommt. Bezahlt, dass ich einen Power-Armor hab. Es ist warm, hab ich das schon mal erwähnt. Ja. Geht noch. Meinst du? Möchte mal was sagen? Hier ist noch recht kühl. Mein Lüfter ist kaputt gegangen, vor uns. Oh. Was machst du denn auch? Jung, das geht so nicht. Du kannst doch nicht einfach dir den Lüfter kaputt machen gehen. Also wenn ihr mal irgend so ein plus 59. Wenn ihr mal irgend so ein Mini-Enderman seht, den müsst ihr umhauen, dann spawnen die fiesen Eltern. Und naja, ich habe jetzt hier gerade zwei Enderperlen gerade dadurch gekriegt. Enderperlen. Zwei Enderperlen? Zwei, ja, einmal durch den kleinen und einmal durch den dicken hier. Der hätte nur noch einen Schlag gefehlt, dann wäre der weg, aber der hat mich vorher erwischt. Naja, habe ich eben nochmal umgenietet, wie ich hier gerade wieder vorbeikam, meinen Kram gesucht habe. Bin ja schon hey, so gespannt. Hast du meine Überraschung schon fertig? Überraschung? Überraschung. Ja, er hat eine Überraschung von mir, hat er gesagt. Ja, den Tinkertable wahrscheinlich oder so. Nein, besser. Soll ich denn das machen, wenn ich noch keine Steine weiter hab? Was Steine? Ich muss Steinstufen bauen. Steinstufen? Was du jetzt wieder vorhast. Was hab ich jetzt hier? Ein paar Stufen. Ich hab's schon gesehen. Siehst du, jetzt kannst du ihn nicht mehr schocken, jetzt ist vorbei. Jetzt kannst du das schon gesehen, was er da bauen will. Das gigantische Ebenbild seiner selbst kannst du jetzt wieder einreißen. Ist eh unförmig geworden, genau wie er selber, ja. Creepy! Weg hier! Das heißt, wir müssen noch 300 Blöcke fast in die Richtung hier graben, ey. Das geht doch. Merkst du was? 300 Blöcke, das ist doch nix. Hör auf zu heulen, Sissy. Karl, es ist Zeit, dass wir einen Card kriegen. Längste Tunnel, den ich mal gebaut habe, der war 5000 Blöcke und danach wollte ich noch weitermachen. Wir sind beide da. Oben rechts ist Kohle. Kohle. Mach mal eine Fackel hin, ja. Ja, ich bin dabei. So, haben wir auch wieder gleich alles neu gesät. Hier ist doch einfach herrlich. Wieso wächst an diesem Busch eigentlich nichts hier? Soll das so? Ich kann den immer nur abbauen und neu pflanzen. Blueberry-Busch. Naja. Nee, kannst du abbauen und stehen lassen und dann wächst er neu. Nee, da wächst ja nichts dran hier die ganze Zeit. Ich habe eben schon ausprobiert. Oder ich bin einfach nur zu blöd dafür. Das kannst du natürlich auch wieder mal haben. Ich schweige dazu. Besser ist das, mein Freund. Besser ist das, Alter. Volle Kanne. Oh, das Ding ist voll hier. Naja, es ist nahezu voll. Motor. Was kann ich denn jetzt nochmal pulverisieren? Ich brauche vor allem erstmal Kopper. Haben wir schon anderthalb Stack. An der Copacabana bin ich jetzt hier gerade. Da ein Kupperfenster hier überall. Ist doch schön. Aber dort gerade nicht, wo du nicht vermutest. Dort gerade nicht, wo du nicht vermutest. Ja, also da, wo du es vermutest, ist es. Das war gerade Satzdeutsch. Ein Satzdeutsch. Habe ich ihm eigentlich schon vorgeworfen, warum er noch keine Diamanten gefunden hat? Das weiß ich nicht. Versuch's doch mal. Kann ich mit Aluminiumohr jetzt mittlerweile was anderes machen oder kann ich damit immer noch nichts anderes machen? Gucken wir doch einfach mal, was kann man denn mit Aluminiumohr machen? Aluminium kann ich damit machen, das ist toll. Molten Aluminium kann ich damit moken. Die Schmelzerei möchte ich auch mal bald jetzt hier machen. Das scheint eine ganz lustige Sache zu sein. Oh, ist das sieht auf jeden Fall gut an. Ist ja noch mehr von dem ganzen Blödsinn hier gerade. Oh Gott. Ja. Jetzt für die Lache. Dennis, in der Fackel her, ja, schnell. Wie schnell? Das Eisen. Schnell kann er nicht. Nein, so, Spitzhacke. Eisen. Ich habe keine Spitzaxt mehr. Erstmal Eisen pulverisieren hier so.